So, hallo Leute, ich mache euch einfach mal ein schnelles Video zur LEDbox, wie es halt der aktuelle Stand ist und so weiter, wie es jetzt weitergeht. Genau, das war der erste Prototyp, die mit sehr komischen Verbindern, also da bin ich selber nicht zufrieden mit gewesen, auch der Taster ist sehr schlecht da verbaut, also ein Kram. Ladebox ist so ein XT60 Stecker, der hat niemand zu Hause rumfliegen, der nicht irgendwie im RC oder so Bereich tätig ist. Deshalb habe ich auch hier so ein komisches Netzteil gelötet. Der Stecker wurde auch ziemlich heiß, also das möchte ich so nicht verbauen. Genau, da hatten wir hier verschiedene Möglichkeiten, hatte ich mir ausgeguckt. Entweder hier mit diesen 18650 Batterien das Ganze zu betreiben, wäre halt cool gewesen, die einfach dann auszutauschen, falls die kaputt sind. Hat leider nicht reingepasst von der Höhe und alles. Also war sehr schwierig. Er hat diesen 5000 mAh Akku. Der war ziemlich groß. Ist sehr flach, aber leider ziemlich breit. Hatte ich auch einige Probleme mit den anderen Komponenten unterzubekommen in dem Gehäuse. Und letzten Endes bin ich dann auf den hier gestoßen. Ist auch ein 5000 mAh Akku. Ist ja ein bisschen kleiner. Dafür ein bisschen dicker, aber damit kann ich leben. So, dann geht es hier weiter mit den Komponenten, die da noch zusätzlich drin verbaut werden. Einmal hier ein ganz normaler Potentiometer, um das Mikrofon ja, schnell einzustellen. Dann hier noch eine Typ C Ladebuchse kommt rein. Und ja, das ist halt das Originalgehäuse von diesem Controller. Hier ist hinten nicht viel drauf. Hier könnt ihr auch den QR-Code scannen, da kommt ihr zur App. Und dann habe ich hier den ersten 3D-Druck. Ist relativ gut geworden. Ein bisschen grob meines Erachtens nach, aber dafür habe ich mir nochmal eine feinere Nozzle bestellt für den 3D-Drucker, dass das schöner wird. Auch von hinten ging es bei diesem Prototyp erstmal um ja, die Größe und wie ich das Ganze dann da reinbekomme und wie ich die Komponenten da drinnen befestige. Dann ist mir später aufgefallen, hier sind ja eh zwischen diesen Löchern das Klettband, um das Ganze zu fixieren. Deshalb muss ich hier das Logo nochmal kleiner machen. Man sieht auch hier, das sieht nicht schön aus. Auch die kleinen Symbole hier, Batterie und Ladezustand. Das sieht nicht sehr schön aus. Min-Max, das kann man erkennen, aber ist auch nicht schön. Deshalb kommt da das Ganze mit einer kleineren Düse gedruckt. So, hier haben wir die Soundbox und wenn ich das Ganze hier dann reindrücke, sitzt das schon relativ straff drin. Da kann nichts groß nach links und rechts rutschen. Und ja, diese Ecken werden noch abgerundet, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Vielleicht kommt das Ganze noch ein bisschen weiter runter, dass das bündig ist. Und wegen dem Poti muss ich nochmal gucken, dass ich da vielleicht einen kleineren finde. Einen flacheren, damit, falls die Soundbox auf die Seite fällt, nicht darauf liegt.